Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über die 5S-Methode in 5 Schritten zu mehr Ordnung am Arbeitsplatz und den 3 Querulanten, warum es dann doch am Schluss nicht klappen soll. Einfach erklärt von den Lean Partners. In der Produktion muss es oft schnell gehen. Dabei kann die Arbeitsumgebung sehr unordentlich werden. Das kann neben Verwirrung unter den Mitarbeitern auch zu Fehlern führen und sich schlussendlich negativ auf die Effizienz der Produktion auswirken. In vielen Fällen ist es dann wieder die Aufgabe der Führungskraft, für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen. So ist Matthias als Teamleiter sofort zur Stelle und versucht, Ordnung zu schaffen. Da aber die Mitarbeiter jetzt auch nicht weiterhelfen können oder wollen und die Schuld jeweils beim anderen sehen, stellt er resigniert fest, es mangelt mal wieder an Disziplin. Im selben Moment kommt die Rettung, um Matthias und seinem Team zu helfen. Matthias, ich weiß genau, was euch fehlt. Ich zeige euch die 5S-Methode. Sie besteht aus 5 Elementen, wobei jedes dieser 5 für ein S als Kürzel steht. Das erste S steht für Sari und bedeutet sortieren oder vielleicht besser sogar aussortieren. Dieser Grundsatz besagt, dass nur Gegenstände und Materialien verbleiben sollen, die vor Ort tatsächlich und regelmäßig, am besten täglich, gebraucht werden. Schauen wir uns das anhand eines Beispiels einmal näher an. Privates wird vom Arbeitsplatz entfernt und gehört in den privaten Spind oder ins Fach. Alle überbleibenden Werkzeuge werden daraufhin erst einmal sortiert. Nur sporadisch benutzte Werkzeuge bekommen ein rotes Fähnchen und werden vorerst für 3 Monate in einem gesonderten Lager weggeschlossen. Sollte wider Erwarten das Werkzeug doch nochmal benötigt werden, kann dies rekrutiert werden. Wenn nicht, werden diese Werkzeuge nach 3 Monaten endgültig entsorgt. Gelegentlich verwendete Werkzeuge werden ordentlich in einem nahegelegenen Schrank gelagert. Schlussendlich bleiben so die Werkzeuge des täglichen Gebrauchs und eben entsprechend nur des täglichen Gebrauchs vor Ort. Seiton bedeutet systematisieren oder ordnen. Jeder Gegenstand soll an seinem Platz aufgehängt werden. Alle Werkzeuge des täglichen Gebrauchs werden an einer spezifischen Stelle griffgünstig platziert. Weit verbreitet ist hier der Einsatz eines sogenannten Shadow Boards. Saiso bedeutet säubern. Die gesamte Arbeitsumgebung sollte stets sauber und ordentlich gehalten werden. Saiketsu heißt standardisieren. Dabei geht es darum, Standards festzulegen, Kennzeichnungen anzubringen, Abläufe zu definieren und entsprechend auch zu kontrollieren. Shitsuke bedeutet Selbstdisziplin bei den ersten 4S zu wahren sowie die ideal gestalteten Arbeitsumgebungen immer weiter zu verbessern. Matthias und sein Team haben die 5S-Methode gleich angewandt und ihre Arbeitsumgebung optimiert. Auch Wochen später kann sich das Resultat sehen lassen. Die Produktion läuft nun sauber und geordnet ab. Schön wäre es, wenn sich immer alle an ihre Selbstdisziplin halten würden. Stereotypen können die Umsetzung der 5S-Methode aber erheblich erschweren. Henning trennt sich nämlich sehr ungern von seinen Sachen und neigt dazu, zu einem Messi zu werden. Nils telefoniert pausenlos und ist so beschäftigt, dass er neue Methoden für unsinnig und Zeitverschwendung hält. Gerhard fühlt sich durch die neue Methode überreguliert und meint, alles bringt nichts, da der Betrieb nach einigen Wochen ohnehin erneut chaotisch abläuft. Matthias ist seinem Retter in jedem Fall sehr dankbar. Sein Team wendet die 5S-Methode routinemäßig an und bemerkt folgende Vorteile. Eine saubere Arbeitsumgebung erhöht nicht nur das Wohlbefinden, auch die Sicherheit wird erhöht. In einer sauberen Produktion ist zum Beispiel auslaufendes Öl aus der Anlage schließlich deutlich bemerkbar. Stehen Behörden oder Kundenbesuche an, braucht sich keiner mehr für das Durcheinander zu schämen. Es wurde Platz geschaffen und es wird deutlich Zeit eingespart. Dadurch kann das Team den Freiraum sinnvoll nutzen und wird seltener im Arbeitsfluss unterbrochen. Letzten Endes minimiert die 5S-Methode Verschwendung und das wirkt sich effizienzsteigernd auf unsere gesamte Produktion aus. Dank gilt vor allen Dingen Taichi Ono, dem Produktionsleiter von Toyota, der
als Begründer des Toyota-Produktionssystems die 5S-Methode flächendeckend in den 50er Jahren in der Produktion bei Toyota einführte. Und wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Klick hier unten auf den Gefällt-mir-Button sehr freuen.